grüßt euch und somit herzlich willkommen. In dieser Ausgabe möchte ich gerne den Narwhal Freo Z Ultra mit dem Ecovex D-Bot T30 Pro Omni vergleichen. Beides Saugroboter mit Wischfunktion und vollautomatisierter Station. Mit die besten Geräte, die ich bis dato hier auf meinem Kanal ausprobieren konnte. Dieser Vergleich soll Zuschauern, die vor einer Kaufentscheidung stehen, nochmal alle Gemeinsamkeiten und aber auch Unterschiede beider Systeme aufzeigen, um eine bessere Entscheidung vor dem Kauf fällen zu können. Viel Spaß beim Zuschauen! Jetzt kann ich schon mal verraten, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen beiden Systemen. Beide Systeme spielen relativ weit oben mit und bieten sehr viele Funktionen. Und das dank Black Friday derzeit sogar zu einem relativ angenehmen Kaufpreis. Für den Ecovex D-Bot T30 Pro Omni bezahlt man reguläre 999 Euro. Das ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Jetzt während Black Friday bekommt man das Gerät bereits für 629 Euro. Für den erst vor kurzem vorgestellten Narwhal Freo Z Ultra bezahlt man reguläre 1138 Euro. Auch dieses Gerät bekommt man während Black Friday günstiger. Man bezahlt derzeit 799 Euro und bekommt ein Zubehörset im Wert von 189 Euro gratis dazu. Ganz gleich, wie ihr euch letzten Endes entscheiden solltet, ich habe beide Geräte natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Beide Stationen können den Staubbehälter, der im Roboter sitzt, entleeren. Ist dieser einmal voll, kehrt der Roboter zur Station zurück, der Staubbehälter wird abgesaugt und der Staub landet in einem Staubbeutel, der sich in der Station befindet. Das heißt, bei beiden Stationen muss man erst nach mehreren Wochen des Reinigens den Staubbeutel einmal austauschen. Die Wischpads der beiden Roboter werden von beiden Stationen vor dem, während dem und nach dem Bodenwischen mit heißem Wasser ausgewaschen. Es gibt auf den Marktstationen, die natürlich auch preislich nochmal günstiger sind, die Wischpads nur mit kaltem Wasser auswaschen. Das hat den Nachteil, wenn der Roboter zum Beispiel in der Küche gewischt hat, die Wischpads sind fettig. Das Fett wird mit kaltem Wasser natürlich nicht so gut aus dem Wischpad gelöst wie mit heißem Wasser. Und hier setzt die Station von Narwhal noch einen oben drauf, kann den Schmutztyp auf den Wischpads erkennen, kann also von alleine bestimmen, ob das Reinigungswasser auf nur 45 Grad erwärmt werden soll, um Energie zu sparen, vielleicht dann doch auf 60, 70, um eben die besagten fettigen Dreckreste aus den Wischpads auszuwaschen. Eine sehr coole Funktion, wie ich finde. Dafür ist der Frischwasserbehälter bei Ecovex transparent gehalten. Man sieht von außerhalb direkt, wie viel Frischwasser sich im Wassertank befindet. Bei Narwhal müsste man entweder zur Station hingehen, auf der Oberseite befindet sich ein kleines Infodisplay. Man könnte auch über die App sehen, ob ausreichend Frischwasser im Tank ist, oder man müsste eben den Deckel der Station öffnen und den Frischwasserbehälter einmal rausheben, um nachzuschauen. Der Battle der Station geht weiter. Bei Narwhal Station kann man dafür eine Reinigungsmittelkartusche platzieren, dann wird die Station zum Frischwasser vollkommen automatisch das Reinigungsmittel dazu dosieren. Beide Stationen trocknen die Wischpads mit warmer Luft, damit die Trocknung schneller vonstatten geht. Bei der Saugleistung sind beide Roboter gleich auf. Der T30 Pro hat eine Saugleistung von 11.000 Pascal, der Freo Z Ultra legt nochmal 1.000 Pascal drauf, hat eine Saugleistung von 12.000 Pascal. Beide Roboter also von der Saugleistung eher weiter oben angesetzt. Staub und lose Dreckreste werden zuverlässig entfernt. Beide Hersteller haben eine Walze entwickelt, die keine Haare aufwickeln soll. Wobei mir die Lösung von Narwhal etwas mehr gefällt. Die Reinigungsbürste ist konisch und nur an einer Seite befestigt. Das heißt, wenn sich mal Haare aufwickeln, werden diese wieder abgestriffen und vom Roboter eingesaugt. Ihr habt ja gerade schon gesehen, dass beide Roboter auf Wischpads setzen, um Böden durchzuwischen. Sobald die Roboter einen Teppich erkennen, werden die Wischpads angehoben, der Teppich befahren, durchgesaugt, wird ein Hartboden registriert, die Wischpad-Einheit nach unten gesenkt, wird weiter gesaugt und weiter gewischt. Und hierbei gibt es einen Unterschied von 3 mm. Das Gerät von Ecovex kann die Wischpads auf 9 mm anheben, das Gerät von Narwhal auf 12 mm. Das heißt, etwas dickere Teppiche
stellen ein kleineres Problem dar. Um besser an Kanten und in Ecken durchzuwischen, kann der T30 Pro Einwischpad zur Seite ausfahren. Das sogar dynamisch, wenn Hindernisse erkannt werden. Das heißt, auch wenn es sein muss, ein Stückchen zurückfahren, wieder weiter ausfahren. Das macht das System wirklich gut. Beim Frio Z Ultra hingegen kann kein Wischpad ausgefahren werden. Der Roboter hat aber eine Kantenwischfunktion, dreht sich mit dem Heck und den Wischpads also mehr zur Kante hin. Es gibt sogar ein kleines Zubehörteil, das ist so ein Puschel, der an der Seite des Roboters angeklippt werden kann, damit Fußleisten ebenfalls vor Staub befreit werden. Bei beiden Robotern kommt eine künstliche Intelligenz zum Einsatz, die den Dreckegrad auf den Böden erkennt und das Reinigungsprogramm des Roboters vollkommen automatisch, wenn man es denn möchte, ist eine Einstellungssache, bestimmen kann. Bei Ecovex kann der Roboter erkennen, ob noch eine zweite Reinigung notwendig ist. Der Frio Z Ultra kann erkennen, ob es eine festgetrocknete Verschmutzung ist, Staub oder sogar eine feuchte Verschmutzung. Man hat ein Getränk verschüttet. Wenn der Roboter das registriert, dann wird beim Boden saugen und wischen die Saugeinheit vollkommen automatisch ausgestellt. Es wird nur durchgewischt, damit man die Feuchtigkeit zunächst erst entfernt, bevor diese in den Roboter eingesaugt wird. Was auch eine ziemlich coole Sache ist. Beim Reinigungsvorgang können sich beide Roboter sehen lassen. Beide machen eine gute Figur. Wobei ich nach einem direkten Vergleich bei mir in der Wohnung das Gefühl hatte, dass der neuere Frio Z Ultra einen Ticken intelligenter und gründlicher unterwegs ist. Hä, was meint der Typ da vor der Kamera damit? Damit ein Reinigungsroboter zuverlässig durch die Wohnung fahren kann, ist es sehr wichtig, dass er Hindernisse frühzeitig erkennt und meidet. Der Frio Z Ultra ist gefühlt einen Schritt voraus, erkennt Hindernisse eher zuverlässiger und fährt diese schneller, dynamischer und das gibt ein gutes Gesamtbild ab. Bitte nicht falsch verstehen, auch der T30 Pro macht seinen Job gut, erkennt Hindernisse und fährt diese, ist aber ein bisschen träger unterwegs, das wirkt alles ein bisschen programmierter, fährt seine Bahnen durch. Zusammenfassend kann man sagen, beides sehr gute Geräte, lassen wenig Wünsche übrig mit einem Top-Reinigungsergebnis. Der Narval Frio Z Ultra, das etwas intelligentere Gerät, fängt schon bei der Station an, die den Schmutzegrad erkennen kann, passt automatisch die Temperatur des Wassers an. Der Roboter selbst kann unterschiedliche Verschmutzungen auf den Böden erkennen, das Reinigungsprogramm anpassen, entscheidet ganz alleine, ob gesaugt und gewischt wird oder nur durchgewischt wird. Auch beim Erkennen und Meiden von Hindernissen ist der Roboter etwas zuverlässiger unterwegs, wobei das Gerät von Ecovex auch einen guten Job macht, aber man hat das Gefühl, hier arbeitet der Frio Z Ultra etwas selbstständiger, denkt etwas mehr mit und liefert so ein besseres Ergebnis ab. Man muss hier aber auf ein ausfahrbares Wischpad verzichten. Es ist eure Meinung gefragt, für welches Gerät würdet ihr euch eher entscheiden? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich in einem der nächsten Videos. Bis dann, ciao!